Juhu ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Guild Wars 2. So, wir sind immer noch hier in den Schaufler-Schreck-Klippen. Einmal kurz a Cinematic View über die Schaufler-Schreck-Klippen. Ach so, ja, ich bin zu der Wegmarke gelaufen, die hier unten am Levelübergang zum nächsten Gebiet ist. Ich glaube, das ist der Mahlstromgipfel, oder? Oder? Ich weiß gerade nicht genau. Wir werden sehen, wenn wir rübergehen. Auf jeden Fall werden wir noch bis Level 50 hier bleiben. Wir sind jetzt Level 48,5. Oh, da vorne sind sie schon, die nächsten Schaufler. Ein bisschen hier mal zurückziehen. Und wir wollen uns hier jetzt noch einmal dieses Gebiet vornehmen. Hier haben wir noch ein bisschen blinden Fleck auf der Karte. Zwei Herzchen, die wir machen können. Beim Holen der Wegmarke habe ich hier einmal noch einen kleinen Schlenker über die Feuerbasis Molik gemacht. Deswegen ist hier die Sehenswürdigkeit schon entdeckt von mir. Gut, aber wir haben hier noch ein bisschen was vor uns. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es dann damit, Level 50 zu werden. Und allerspätestens, wenn wir dann den Kartenabschluss von 100% bekommen. Ah, den müssen wir mal machen hier, den Schaufler-Resonator. Der ist jetzt irgendwie ein bisschen nervig. Ja, ich bin fantastisch. Ich weiß das. Ich bin auch ganz fantastisch im Gegner unterschätzen, mich überschätzen und dann irgendwie ganz doof sterben. So, gut, aber den haben wir hingekriegt. Drake Blaze läuft auch so rum, als wäre ihm eigentlich kalt. Na gut. Wir machen mal hier so einen kleinen Schlenker um dieses Grüppchen. Die sind alle Level 49, nee, 48. Ah, die sind 49, okay. Und hin zu diesem Herzchen, schauen wir mal. Schnipp, schnapp, die Frühlingszwiebeln sind meine. Oh, es waren sogar mal Zwiebeln drin. Ist ja auch nicht immer der Fall. Ich wurschtel mich mal hier so ein bisschen durch. Ach du Scheiße. Ach, jetzt ziehen wir hier alles Mögliche aus dem Boden raus. Ach, das ist aber nicht so toll. So, Explorator Brocker. Ich verstecke mich mal hier hinter dir. Du siehst mich gar nicht. Ey, du siehst mich gar nicht. Ich bin versteckt. Guck mal. Bin ich dir sogar in dem drin. Ah, dieser blöde Schaufler. Ratnik. Schaufler Ratnik. Muss ich dich erstmal wegmachen hier. Hauptsache, der holt keine Freunde mehr. Ui, ach, wir sind zu zweit. Hier ist noch Wumoff. Wumoff hört sich auch so an, als wäre er eigentlich ein Genosse. Genosse Wumoff. Geht gerade seine Genossen bei den Schauflern besuchen. So, schauen wir, Explorator Brocker. Wissen ist der größte Schatz. Willkommen an der Front. Hier draußen können wir keine Unterstützung mehr erwarten. Deshalb liegt es an uns, die Munitionslager der Schaufler im Demoyer-Posten zu vernichten, sodass unsere Truppen weiter vordringen können. Wie sollen wir das machen? Das sollte ziemlich einfach sein. Kämpft euch den Weg hinein frei, zerstört die automatischen Schaufler-Geschütztürme, benutzt ein nicht detoniertes Geschoss, um die Tore zur Waffenkammer zu sprengen und vernichtet die Munitionslager. Okay. Was? Ich soll da reingehen? Ist da gerade ein Spieler drin? Ich würde behaupten, ja, oder? Nimm mich mit! Ich will auch da rein und ich will nicht alleine gehen. Ja, ich sehe da jemanden, Scheiße, jetzt ziehe ich jemanden mit. Das ist nicht so clever, oder? Zerainen ist da, wird aber auf Level 51 runtergestuft. Oh, wahrscheinlich ist das jemand, der gerade auch den Kartenabschluss machen möchte. Ich helfe dann mal mit. Hallo, Zerainen. Ganz sympathisch hier mit so einem Mundschutz. Na gut. Auch hier sieht's so aus. Ach, es ist einfach immer schöner, zusammen zu spielen, oder? Ich meine, man kann natürlich auch mal regelmäßiger ein Let's Play Together hier von Guild Wars 2 machen. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das größte Problem bei solchen Sachen meistens erstmal einen Termin mit jemandem zu finden. Nicht jemanden zu finden, der das mit einem machen möchte, aber einen gemeinsamen Termin für gemeinsame Aufnahmen zu finden. Hey, was hast du versucht, mir hier auf den Kopf zu schmeißen? Bist du bescheuert? Verscheuert, wollte ich schon sagen. So, plündern. Oh, was haben wir da? Da haben wir Munitionskisten. Haben wir denn auch hier irgendwo mal so ein Ding, was wir werfen und zum Detonieren bringen sollten? Nö. Können wir das Ding hier kaputt machen? Ja, das geht schon. Na dann. Dann stellen wir uns gleich hier in die Schaufler-Waffenkammer rein und machen da noch die Kisten kaputt. Oh, das dauert aber lange. Dann nehmen wir vielleicht doch mal lieber unseren Meteorschauer. Bam, 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 bam.
oder auch den Eisbogen. Piu, 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 piu. Na komm schon. Bing, 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 bing. Oh, diese Einzelschüsse machen nicht gerade viel Schaden, ha? Huh? Ach komm, ich pack mal hier den Feuerelementar aus. Schon mal den großen zumindest. Komm, hilf mal mit. Rauf da. Ja, genau, so ist richtig. Und immer... Und schieß drauf. Ah. Brauchen doch ganz schön lange. Wow, was ist denn das für ein Level? Level 49 Herzchen. Also komm, das sollte ich noch schaffen. Vor allen Dingen sollte ich das jetzt schaffen, bevor mich dieses Teil hier beschießt. Hallo? Okay, wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. Alles gut, alles gut. Ich mache jetzt die Munitionskiste hier kaputt. Ah, schießt der mir hier rein? Ja, er schießt hier rein. Das ist nicht so gut. Okay, aber mit dem Meteorschauer sollte ich vielleicht beide Kisten gleichzeitig treffen. Schauen wir mal, was das hier auf unserem Balken gibt. Ja, oh, 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 das ist richtig viel Fortschritt. Das ist ja cool. Oh, das ist ja cool. Mach mal hier noch den doofen Geschützturm. Hauptsache, hier kommt jetzt nicht so ein Oszillator oder so. Das könnte ich jetzt nicht gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Ah. Ein Oszillator nicht, aber dafür ist hier nochmal so ein Radnik gekommen. Radnik, du. Da muss ich euch beide hier mit dem Eisbogen traktieren. Ganz schnell müsst ihr weg. Bam, bam. Wie ist der? Oh, au, au, au. Ach, der Oszillator ist gekommen. Nein, das finde ich nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht gut. Oh, Schande, Schande. So, da machen wir das mal so hier. Mit der Magnetaura, da können wir doch hier einiges an Schaden von uns fernhalten. Oh. Jetzt müsste man nur noch hier die Wassereinstimmung treffen, genau. Komm, mach dich aus dem Acker. So, vom Acker. Gut. Hoppala, hoppala. Hier wird schon wieder scharf geschossen auf mich. Das finde ich aber nicht so schön. Treffe ich denn vielleicht drin schon die Munitionskisten so? Das zwar nicht, aber das Tor war schon ganz schön angeschlagen. Ich glaube, wir sind hier gleich fertig. Das ist ja cool. Wirf ihn weg, den Eisbogen, Rager. Du kannst dir einen neuen machen, wenn du einen brauchst. Hm? Ob diese eine Munitionskiste jetzt schon reicht? Ich glaube mal, ja. Ich würde sagen, ja. Geh kaputt. Und... Bam, ja! Herzchen bekommen, super! Bam, da ist sie explodiert, vor meinen Augen. So, wir nehmen einmal Silber, Kupfer, Karma entgegen und natürlich Erfahrungspunkte. Und dann ganz schnell hier raus. Drin gab es eh keine Sehenswürdigkeit mehr. Die Sehenswürdigkeiten, die befinden sich jetzt noch da hinten. Ich finde ja diese Türme, die die bauen, so witzig. Da. Die sehen so urig aus, total schief. Lieber Brocker, was hast du denn jetzt hier im Angebot für uns? Leider sind diese Sachen Level 49 und ich bin's noch nicht. Aber wir können ja vielleicht schon mal... Nee, Kraft und Heilkraft, was soll ich denn damit? Och nö. Leichter Demoyer-Brustschutz. 134! Oh, und wie sieht denn der aus? Ist nämlich noch ein gesperrter Skin, den können wir noch gebrauchen. Oh, relativ unscheinbar, aber ist okay. Ist schon okay. Sollen wir uns den mal holen? Ich meine, ist nicht mehr lang bis Level 100, bis Level 49, oder? Nee, wir haben das schon so oft gemacht, wir machen das jetzt nicht. Bis zur nächsten Unterhaltung. Wir machen das anders, wir werden jetzt erstmal hier reingehen oder vielleicht lieber außen rum. Ich weiß noch nicht, wie machen wir das denn? Ach, wir müssen uns den Weg hier wohl frei machen. Wir brennen uns den Weg hier durchs Eis frei. So. Ach, komm schon. Einfach umkippen. Es ist so leicht loszulassen. Geh einfach ins Licht. Es ist warm und du musst keine Sorgen mehr haben. Guck mal, da, da, ja. Ach, scheiße. Ein bisschen versetzt. Das Feuerfeld war jetzt irgendwie, ja, nicht so gut gesetzt. Hey, ich kann hier mit meinen Füßen richtig auf dem Boden malen, hä? Vielleicht mache ich mal etwas für euch hier. Hey, ein Abonnentenherz, falls ihr es erkennt.
So, hier geht's weiter rein. Schaufelhausgräber, was hast du denn so drauf? Los, zeig es mir. Kann ich den eigentlich unterirdisch treffen? Nö, ne? Ach, Gott sei Dank ist er nicht so weit hier rumgewuselt. Ne, nicht zurücksetzen. Hallo? Habe ich dir das erlaubt? Ich schieße doch die ganze Zeit hier auf dich. Mach keine Sachen hier, ja? Die Schaufelhausgräber sind jetzt nicht so die... sind jetzt nicht so die Helden, ne? Okay, prima. Wir haben es schon mal bis hierher geschafft. Ich laufe noch mal ein Stückchen weiter. Und jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass wir da unten einfach so reinfallen. Das wäre nicht so gut. Verfolgt uns jetzt jemand? Nein. Das heißt, wir können uns jetzt hier einmal noch mal umsehen. Okay. Wir haben nur noch ein Herzchen zu machen. Aber zwei Wegmarken? Sind die wirklich beide hier unten? Ha, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber okay, wir werden's sehen. Eine Sehenswürdigkeit, eine Fertigkeit, eine Herausforderung und ein Aussichtspunkt. Okay, den Aussichtspunkt, den weiß ich, dass er auf jeden Fall da unten ist. Arktotussen mal wieder. Die machen wir mal weg. So ein bisschen mehr Blut oder Fleisch oder Klauen kann ja nicht schaden. Au. Au. Du sollst mich doch nicht so hauen. Komm, Veteran Arktodus. Hui, da ist sie wieder weggesprungen. Ui, da hat sie sich gebabbelt. Und ui, da ist eine Wand, vor die du rennst. Und zing! Ach, der ist ja doch relativ zäh. Hier, Level 49 Arktodus, wenn man selber erst Level 48 ist. Okay, einfrieren ist die beste Methode. Pups! Schade, dass er jetzt gerade nicht auf den Hinterpfoten stand. Das wäre doch cool gewesen. So. Aber schön, dass er jetzt so schön stillgehalten hat, ne? Also, da will ich mal nicht meckern. Bing, 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 bing. Veredelter Schwarzerd-Dreizack des Blutes. Aha. Ist der gut? Nein, dann nicht. Wie schade, wie schade. So, da unten ist die erste Wegmarke. Yay, dann wollen wir doch mal dort hinunterhüppen. So, hier über diese kleinen Eisbrüche. Und schwupp, schon sind wir da. Jetzt fehlt nur noch einer. Oh, Trübsalriss entdeckt. Okay, und hier ist das Herzchen. Abtei-Exploratoren sind auch bis hier unten vorgedrungen. Dann reden wir erst einmal mit Magistra Catherine. Hallo und willkommen in der Grube. Wir haben uns die Arbeit zugeteilt, aber wir sind in einer sehr guten Position, um den Schaufeln von hier aus großen Schaden zuzufügen. Aber es sind doch nur ganz wenige von euch. Wir haben diesen Engpass gerade außerhalb ihrer Kanonen gesichert und sogar einige ihrer Kanonen gestohlen. Aha, wie kann ich helfen? Wow, hat die krass grüne Augen. Jemand muss für uns nicht explodierte Feuerbomben für die Kanonen besorgen. Unsere Schildgeneratoren können euch hineinbringen, aber nicht wieder hinaus. Oh, okay, ich werde mir jetzt nicht die Details erklären lassen. Wir haben hier gestohlene Mörser. Okay, hier bringt gerade einer irgendwas an. Da gibt es Abtei-Vorratskisten. Gucken wir da mal rein. Interagieren. Diese Kiste ist voller Schildgeneratoren der Abtei. Nehmt einen. Okay, ich habe einen Schildgenerator. Er schafft ein Schild, der Projektile absorbiert. Ah, okay. Da vorne ist so eine nicht explodierte Feuerbombe. Ich würde das Ding mal da hinsetzen. Da. Bumm. Okay, jetzt kann ich nämlich hier rein, kann mir das Ding holen. Und jetzt muss ich schauen, dass ich hier irgendwie nicht getroffen werde. Um das Teil dann irgendwie abzugeben. Was macht der hier? Turengo? Ist der klein gewesen? Ja, und was machen wir denn jetzt eigentlich hier mit? Zu den Einwurfkästen soll ich die Dinger bringen. Ist das ein Einwurfkasten? Laden. Okay, geladen und sicher. Ihr benötigt eine Feuerbombe, um den Mörser zu laden. Okay. Aber das ist ganz cool hier mit den nicht explodierten Feuerbomben. Klar bekommen wir auch einen Fortschritt, wenn wir hier die Schaufler machen. Bäm! Okay. So. Wisst ihr was? Hier oben gibt es auch noch eigentlich sogar zwei Jumping-Puzzle, wenn ich mich nicht irre. Oh, mal gucken, vielleicht mache ich die nachher im Anschluss an die Folge auch noch. Oh, das ist jetzt aber hier. Warum ist denn jetzt hier so viel los? Hallo?
Muss das sein? Feuersteine mitten auf dem Kopf. Komm du auch hier rüber. Du Schaufler-Ausgräber, du. Nö, der wollte nicht mit mir. Der hatte die Aggro von dem anderen Spieler gezogen. So. Also hier die Schaufler umzunieten, bringt jetzt nicht besonders viel. Das kann ich jetzt nicht behaupten. So, aufnehmen und jetzt hinweg mit mir. Hinweg mit mir. Hoppala. Da habe ich gerade Angst gehabt, dass ich doch irgendwie getroffen werden. So, ab in den Mörser damit. Und schwupp. Das gibt nämlich richtig viel Fortschritt hier. Also das mit den Schaufeln ist jetzt nicht so der Kracher. Okay, wir können uns ja hier so ein bisschen durchwursteln. Da ist wieder so eine nicht explodierte Feuerbombe. Was ist das zur Hölle? Ach, die bohren hier rum. Guck mal, ich kann hier eine kleine Abkürzung nehmen. Nicht explodierte Feuerbombe, hierher zu mir bitte. Schade, ich komme jetzt hier doch nicht durch. Ich weiß nicht, ob es wehgetan hat. So, und ich darf mich wahrscheinlich auch von denen gar nicht treffen lassen, ne? Au, ausgewichen. Und Mörser laden. Pam. Na, immerhin, über die Hälfte haben wir schon. Und das quasi ausschließlich mit dem Laden der Mörser. Wie gesagt, die Schaufler hier zu töten ist jetzt nicht so toll. Nö, das bringt nicht so viel. Prima, dann müssen wir mal gucken. Da hinten ist ein gelber Schaufler-Ausgräber. Da sind noch mehr nicht explodierte Feuerbomben. Ach, wir sollen Mörserschüsse mit Schildgeneratoren blocken. Ach so, dafür gibt es dann wahrscheinlich auch noch einen Fortschritt. Das möchte ich doch mal ausprobieren. Dann schnappen wir uns mal so ein Ding. Nehmt einen. So, was können wir damit noch machen? Wir können auch damit zuhauen, ja? Okay. Okay, okay. Kommt, werft mal was. Los. Los, schießt auf mich. Los, kommt her. Wieso schießen die Teile jetzt nicht? Och Mensch, wieso schießt ihr denn jetzt nicht? Hat irgendjemand das Ding kaputt gemacht? Oh, oh. Jetzt ruppelt es hier ganz dolle. Ich ziehe den mal hier so ein bisschen im Kreis herum. Der fragt sich auch gerade, was hier los ist. So, wir setzen das Teil jetzt einfach mal hier so hin und hauen mit dem Stöckchen auf ihn drauf. Ach, jetzt ist es kaputt gegangen. Na gut, wie schade. Nidal hat sich gerade auch gefragt, was ich eigentlich gerade mache. Was mit dem Teil? Können wir das kaputt machen? Ah, hier kommen nur neue raus. Ich helfe, ich helfe. Ach, das ist ein Dieb, der hier so rumflippt. Das ist das einzig Coole, finde ich, für mich persönlich am Dieb. Also ich habe auch einen Level 80 Dieb. Ich fand es super lustig, ihn hochzuspielen. Jetzt ist es nicht mehr so mein Fall. Das ist eine Char-Diebin. Das fand ich besonders witzig. Aber am coolsten fand ich halt eben, dass man damit so cool rumwirbeln konnte. Dass man einfach so super schnell kämpft. Aber ansonsten so mit diesem ganzen Verstecken und so weiter, da habe ich es einfach nicht so. Da suche ich lieber den Kampf Auge in Auge mit meinem Gegner. So, Abteilvorratskisten. Das Ding kommt hier immer wieder raus. Ah, das ist ja unlustig. Das ist doch nicht lustig. Dann nehmen wir lieber so nicht explodierte Feuerbomben, um das Ganze hier abzuschließen. So, aufheben und... Ach so, verdorri. Verdorri, jetzt kann ich mich doch gar nicht speeden. Naja, egal. Ich kann das Teil auch werfen, ne? Schleudert Magma an dem Zielort und schädigt alles in ihrer Reichweite. Birgt die Chance, den Fels abzukühlen. Nein, wir laden das Teil lieber hier rein. Da ist noch eine, vielleicht war es das dann schon. Genau, ich hätte mich gerade speeden sollen, bevor ich das Ding aufgenommen habe. Ich frage mich echt, warum die jetzt hier nicht mehr auf mich schießen. Sehr seltsam. Ich gehe davon aus, dass irgendein Spieler oben den Mörser oder was das auch immer gewesen ist, kaputt gemacht hat. Tadam! 11 von 11! Yay! Das hätten wir schon mal. Ich gucke mir auch gleich mal an, was hier Catherine für uns hat.
sind wahrscheinlich Level 50 Sachen, ne? Ja, Level 50. Vitalität und Zustandsschaden. Naja, das ist auf jeden Fall besser als Heilkraft und was war das andere? Ich weiß gar nicht mehr. So, dann haben wir noch leichte Schulterteile. Mhm. Okay. Und ja, sowas hier. Na gut. Na gut, na gut. Wir gucken uns erstmal... Ach so, das sollten wir auch entgegennehmen. Wir gucken uns jetzt eben nochmal an, was wir hier hinten haben. Wir haben noch eine Wegmarke und wir haben noch eine Sehenswürdigkeit. Stimmt denn das? Eine Wegmarke? Ja. Eine Sehenswürdigkeit? Ja. Und ein Aussichtspunkt? Ja. Und wo ist jetzt der Fertigkeitenpunkt? Hallo? Wo ist der Fertigkeitenpunkt? Einen haben wir vergessen. Oh, 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 wir haben einen Fertigkeitenpunkt ausgelassen. Den müssen wir nochmal eben suchen. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist der Fertigkeitenpunkt? Wir haben hier noch ein kleines blindes Stück. Ich glaube, es könnte sein, dass der hier ist. Zwischen Dostoev Himmelsgipfel und Kapellenburg. Das ist gut möglich. Okay. Ja, vermutlich ist es dann doch das allerletzte, was wir machen. Gut, für heute mache ich auf jeden Fall Schluss. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge Let's Play Guild Wars 2 und dann hier noch den Abschluss vom Schaufler Schrecklippen. Macht's gut, ihr Lieben.